Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Pikmin 4. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zurück zu Pikmin 4 in der Höhle der Hölle, so nenne ich sie jetzt. Weil, ja, wir sind letztes Mal in eine Höhle gesprungen, wo wir nur Feuergegner vor uns haben und wir haben das Problem, wir dürften nur mit Wasserpikmins hier rein. Also ja, wir müssen jetzt hier rausfinden, wie wir die Gegner platt machen können, weil ich glaube nicht mal ich habe Feuerschutz. Den Gegner können wir, glaube ich, als einziges platt machen. Weil er nicht aktiv brennt. Transportiert mal ab, Leute. Nee, die sind da machtlos. Ich ihn irgendwie ins Wasser locken könnte. Kann ich ihn ins Wasser hier locken? Weil sonst sieht es schlecht aus. Es muss doch eine Möglichkeit geben. Ja genau, macht da mal kaputt. Liefert nicht ab. Nicht bis ich weiß, wie ich hier sämtliche Probleme löse. Ich könnte ihn natürlich mit Bomben bekämpfen. Aber ganz ehrlich, ich habe nicht genügend Bomben für alle. Mach den mal weg. Ja, das bringt mir wenig. Kabum. Naja. Das ist zwar auch eine Lösung, aber eine schlechte. Für den, ich muss die wegbomben. Ich habe keine andere Ausfallmöglichkeit gerade. Ernsthaft? Der brannte noch? Oh, den kenne ich noch von früher. Ach, da ist etwas von oben heruntergefallen. Moment mal, was ist das für ein Ding? Ich kann es sehen, aber ich empfange keine Lebenszeichen von ihm. Gebt mir einen Moment Zeit. Im Logbuch finde ich bestimmt eine Erklärung für dieses Phänomen. Hoffe ich. Eine andere Dimension. Gegen diese Kreatur helfen weder Steinbomben noch Pikminangriffe. Ob ihr Körper überhaupt in dieser Dimension existiert? Vielleicht könnte ich mit Gravitationswellen eine Dimensionskonvergenz herbeiführen, sodass sie greifbar wird. Doch ist das möglich? Der Körper der Kreatur existiert nicht in unserer Dimension? Wie kann das sein? Haben unsere Angriffe gar keinen Effekt? Ah, was machen wir denn jetzt? Ganz ruhig, nicht in Panik geraten, mal überlegen. Ich glaube, ihr solltet rennen! Naja, der macht für mich die Gegner weg. Läuft er gezielt auf mich zu? Ja, ja, dann kann ich ihn noch für mich nutzen. Ihr lauft, ich lock ihn woanders hin. Hey, du Mistkerl, hier bin ich.
Der war bei dem vorherigen Pikmin auf jeden Fall dabei. Das ist ein richtig übler Zeitgenosse. Das Gute ist, der hat eine feste Bahn. Und ehrlich gesagt hilft er mir sogar. Weil durch ihn bekam ich die Viecher platt, die ich nicht platt machen konnte. Zusätzliche Schocker sollte bei dem eigentlich trotz allem funktionieren. Ich beobachte einfach. Nee, guck mal sicherheitshalber zurück. Okay, er will in eine andere Richtung. Okay, weg damit! Okay, ich merke mir, ich kann mir die Bomben schenken. Ist noch irgendwas auf der Ebene? Nein, dann tschüss. Das ist der Boss dieses Dungeons, 100 Pro. Um Gottes Willen, 5 Ebenen. Das könnte richtig ekelhaft werden. Das Gute ist aber, dass er keine Anhöhen hoch kann. So, transportiert mal ab. Der kommt ja auch 100 Pro hin. Ich muss den einfach für mich nutzen. Okay, hier geht's schon mal weiter gleich. Grabt, Leute, grabt! Ah, ihr habt nur ein Problem, ihr könnt das nicht abtransportieren. Dann muss ich erst einen Schalter öffnen. So, wo kommt der runter? Angriff! Nix hier! Nix hier mit Frühstück! Da oben ist der Knopf. Okay, an den will ich ja ran. Nee, 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 das kennen wir schon. Guten Appetit. So, schon mal mitschleppen. Ich wette, der kommt runter, sobald ich den Knopf drücke. Ja, geh ruhig da runter.
Nein, böse. Ich sagte doch, der kommt runter. Der Fiese ist zurück. Lass das erstmal liegen. Ah, der kam genau dort runter. Otsche, bleib mal da oben. Wir müssen eigentlich so viele helfen wie möglich. Der ist an einer richtig fiesen Stelle runtergekommen. Also der kommt immer erst runter, wenn die Zäune unten sind. Wir sehen, welche Informationen wir auf der Visitenkarte finden. Forschungsteammitglied Osa. Heimatplanet Sigurai. Dieser Archäologe verfolgt die Ausbreitung intelligenten Lebens im Universum und hofft dabei auf spektakuläre Entdeckungen. Aha, ein Archäologe. Wahrscheinlich ist er zu diesem Planeten gereist, um Ausgrabungen vorzunehmen. Gute Arbeit alle miteinander. Bitte bringt ihn umgehend hierher. Es gibt ein paar Dinge, die ich ihn unbedingt fragen muss. Ja, wir haben jetzt leider Gottes 20 Pigments an dem Penner verloren. Aber da hinten ist nichts mehr. Ich warte, bis er in die Richtung unterwegs ist. Um die Kartoffel abzuernten. Wie gesagt, das war mega fies einfach nur. Ich brauche den Schocker. Nee, nicht mal der Schock hat einen Effekt. Naja, er hat ihn für eine halbe Sekunde aufgehalten. Ich muss wirklich warten, bis er nach da hinten gegangen ist. Mal guck, der dreht sich halt instant für mich um. Es müssen so viele helfen wie möglich. Weil das Vieh kommt jetzt wieder zurück. Es ist schade um die 20 Pigments, die er überrollt hat, aber das können wir nicht mehr ändern. Wie gesagt, er kam an einer richtig fiesen Stelle runter. Eigentlich kann ich den ab dem Punkt ignorieren und einfach ins Loch. Okay, wir sollten es so machen, dass wir so viel wie möglich mitnehmen, bevor wir die Dinger runternehmen. Also diese Stäbe. Macht das Ding kaputt, Leute. Da kommt ja, wie gesagt, erst runter, sobald ich die Gitter nach unten mache. Und dieses Wissen müssen wir ausnutzen. Dass wir so wenig transportieren müssen, während der da ist, wie möglich. Und im besten Fall alle Wege offen haben. Ich glaube, ich mache mal was, was ich vorher noch gar nicht gemacht habe. Ich werde ein paar Leuchtsamen nutzen. Ah, ich habe gerade was gelernt. Die Grünen, die bedienen sich gar nicht an dem Nektar.
Angriff! So, der ist auch hinüber. Nach Möglichkeit sollte ich die Grüne abtransportieren lassen, weil die teleportieren sich zu mir. Nutze ich das mal, da ich die Grünen dabei habe. Okay, da ist der Schalter. Den lassen wir erstmal noch in Ruhe und gucken, was wir noch so wegtragen können. Ah, da ist der Fiesling. Ich dachte, der kommt erst, wenn man den Knopf drückt. Okay, der kommt nach einer gewissen Zeit. Man hört ja so eine Spieluhr im Hintergrund. Wahrscheinlich, wenn die so ein bisschen lauter wird. Angriff. Warte mal, habe ich irgendwas außerhalb? Nee. Dann lasse ich die Stäbe oben, dann kann ich nämlich in Ruhe und Frieden hier das absammeln. Otchen ist zwar ein bisschen in Gefahr, aber ich denke mal nicht, dass er dorthin kommt, der Gegner. Also können wir hier in Ruhe und Frieden absammeln. Warum kommt ihr immer, sobald ich irgendwas aufhebe? Die Stäbe halten den ja übrigens ja auch genauso auf, wie sie mich aufhalten. Gerade sind die mein Freund. Na, du Fiesling? Hast was im Weg, ne? Na gut, der Schattenanzeiger reagiert nicht mehr. Auf Ortschen und weg. Okay, ich will mich beeilen mit dem Sammeln. Ich will mich schlicht und ergreifend beeilen. Okay, da ist ein neuer Gegner. Pilze. Okay, als allererstes den Weg da bauen, habe ich gehört. So, ihr baut mal, in der Zwischenzeit gehe ich hier hinten kaputt machen. Ah, okay, auf die will man nichts draufwerfen. Weil die an Gas versprühen. Und der Pilzbereich, der macht meine Pigments langsam. Lass das! Ich habe schon wieder ein Pigment verloren. Okay, Otsche mag das Gas nicht. Weißt du was? Ich mag's auch nicht.
Ich habe das Vieh für mich genutzt. Ich muss mich beeilen, bevor das Monstrum kommt. Ekelhaft! Er spuckt dieses Zeug aus. Nein, nicht Otschen. Weg mit dir. Oh nee, die Höllenmusik. Sie fängt an. Beeil dich lieber. Ich lasse tatsächlich mal das Zeug da stehen und sammle meine Pigments ein. Wir haben angeblich alle Schätze, aber ich glaube den Schmarrn nicht. Der wird definitiv nicht auf meiner Basis spawnen. Ich habe nämlich keine Ahnung, wo der runterkommt. Bevor der kommt, ertönte immer diese Melodie. Es ist auch nur noch der Bereich dort. Mit den zwei Gegnern und der Luke. Plus dem 15 Zeug dort. Der ist da hinten bei der Röhre, wo die Bopfenviecher waren. Okay. Auf der nächsten Ebene bekämpfen wir den ja endlich. Ja, schon wieder das blöde Vieh. Der ist aber, glaube ich, auch nur beim ersten Mal durchgehen dort. Im zweiten Mal ist er nicht mehr da. Ich kümmere mich gar nicht erst um die Viecher, die kann der andere ruhig überrollen. Der Miese. Ja komm, komm hier hoch, überroll die. Du bist so ein Hässler, ne? Du drehst da wirklich Kreise an meiner Basis. Ja, komm. Ja, genau auf das habe ich gewartet. Jetzt muss ich ihn woanders hinlocken. Hat er sich da festgefahren? Scheint zumindest so. Wenn er dort feststeckt, das wäre perfekt. Dann kann er mich nämlich nicht nerven. Der steckt da tatsächlich fest. Perfekt. Ich weiß nicht, wie du da reingekommen bist, aber ich beschwere mich auch nicht. Du bist so ziemlich das Nervigste, was rumläuft. Entschuldigung, rumrollt. Also sage ich in dem Punkt sogar verdient, dass du da feststeckst. Kannst du meinetwegen jahrelang verschimmeln. Hier liegt nichts mehr, ne? Tschüss. So, jetzt müssen wir den 100 Pro bekämpfen.
Und wir bekommen endlich neue Pigments. Nämlich die lilanen. Das waren, glaube ich, auch beim vorherigen tatsächlich die einzigen, die ihm schaden konnten. Guckt ihr euch an. Die lilanen Pigments, die Sumo-Ringer. Diese Pigments bringen ja ein stolzes Gewicht auf die Waage. Ich werde einmal etwas im Logbuch blättern. Vielleicht finden sich dort Informationen über diese Art. Lila Pigment. Ein einzelnes lila Pigment hat die Kraft und auch das Gewicht von 10 Pigment anderer Arten, ist aber langsamer. Wirft man es, löst das wuchtige Aufschlagen sogar Gravitationswellen aus. Lila Pigment sind nur im Untergrund zu finden, was sie sehr wertvoll macht. Sie haben die Stärke von 10 Pigment anderer Arten? Wie kann nur so viel Kraft in ihnen stecken? Nun, jedenfalls könnten sie uns dabei helfen, besonders schwere Dinge zu transportieren und das blöde Mistding loszuwerden. Ist auch gut, dass ich gerade die Grünen dabei habe, beziehungsweise die Leuchtpigments, weil die kann ich ruhig für die einen Teile verwenden. So, einmal kurz Blüte. Das Problem an den lila Pigment ist, dass die auch langsamer sind als andere. So, passt mal auf. Stumpf. Ich weiß jetzt schon, dass eine Sequenz kommt. Nämlich, wie sie das Ei so plätten. Das Ding ist so schrecklich. Wenn ein lilanes dran klebt, können die anderen angreifen. So, vom Prinzip her haben ihn jetzt zumindest seinen Stelzen kaputt gemacht. Jetzt flüchtet der. Angriff! Weg mit dem Heslon! Ja, das ist für mich. Es war so ziemlich das fieseste Vieh, was rumrennt. Müssen wir mal drauf achten, von was genau das die Disc war. Weil das ist eine ganz alte CD. Die neueste Generation von euch, die kennt das gar nicht mit den CDs, weil ihr alles nur noch downloadet. Was sagt die Visitenkarte? Komponist Schonfrey, Heimatplanet Inuhi. Leidenschaftlicher Komponist. Heißt auf der Suche nach Inspiration mit einer bekannten Opernsängerin und einer Fernsehcrew. Oh, ein Musiker. Er ist wohl zusammen mit einer Fernsehcrew gereist. Vielleicht kennt er sogar die Reporterin. Ich hasste dieses Ding. Irgendwo hier ist noch was vergraben. Noch mal was vergraben? Ich lasse die erstmal abtransportieren. Dann sehe ich es ja. Nee, das war das letzte Objekt.
Die Leuchtpigments bleiben leider dort. Okay, wir haben noble Schmiere. Eine abstrakte Rundscheibe. Ich zoome mal kurz rein. Also die GameCube, die hatte ich, ne? Das ist von der ganz alten Nintendo GameCube. Das Spiel selber kenne ich aber nicht. Weil das Spiel hatte ich nicht. Ein Zuckertopf, eine Insektenbehausung, ja, so kann man es auch nennen. Zufallstotem, eine Schiene der Wendungen, Erinnerungsfragment unten. Kind der Erde, Reptilienei, Schatz der Erde, Schwärmereien-Nugget, eine sichere Handtasche. Verschwinde-Keks, Ring der Leidenschaft, Pers auf dem Boot und Eisschwert. Und natürlich die zwei Leute. Aber wie viele Pigments wir einfach an dieses rollende Mistding verloren haben. Weil es halt einfach an der übelsten Stelle gespawnt ist, wo es hätte spawnen können. Hä? Wieso bin ich jetzt hier? Die lasse ich mal dort. Ach, mir kam es nur anders vor, weil jetzt die Ebbe ist. Wie zu 50%. Und das haben wir zu 100. Da ist nix. Angriff. Bevor es sich wehren kann. Das ist eine Herausforderung. Diese Laublinge, die sind überall, hm? Dandori jederzeit, Dandori überall. Noch einmal Dandori und noch einmal und noch einmal und... Ciao, Kollege. Der Gedanke an Dandori hat diesen Laubling völlig vereinnahmt. Wir müssen ihn davon befreien. Ja, aber nicht jetzt. Die machen Abtransport, passt schon. Der Rest kann nämlich hier graben. Otschin, hilf mal. Warte, bevor ihr anfangt zu tragen. Erstens, vernichtet den da mal. Zweitens, das da mal runterschieben. Das ist nämlich eine erhebliche Abkürzung. Aber im Ernst, warum waren wir denn jetzt auf einmal hier oben? Das hat ja überhaupt keinen Sinn gemacht. Da kommt irgendwas raus. Nein! Da ist was vergraben. Ich dachte mir schon, dass hier nicht nur der eine Gegner ist. Warte mal, sehe ich das richtig? Da ist der Eingang und da ist der Ausgang. Na gut, macht Sinn, damit man den Lilanen auch mitnehmen kann. Hier haben wir noch ein Loch vor uns. Da müssen wir noch erkunden. Ich würde sagen, bevor der Tag rum ist... Nehmen wir hier das Loch noch mit. Schade, dass hier oben keine Abkürzung ist. Oh, da ist eine Ocarina. Sollte eigentlich klappen, dass wir die Ocarina mitnehmen und im dem Loch da Schluss machen, wenn ich jetzt nicht komplett verblödet bin. Aber ich würde das eigentlich schon gern noch mitnehmen. Bei dem Tageslauf.
So, dann stelle ich mich mal zu dem Loch. Und sobald der Countdown bald unten ist, springe ich rein. So, die Ocarina wurde eingesammelt. Ihn habe ich auch Sicherheitshelm aufgelesen. Rein ins Loch. Die Eissauna. Je weiter ich in den Untergrund vordringe, umso kälter wird es. Jetzt wäre ich in einer Art Kältesauna. Mein Raumanzug schützt mich, doch die Pikmin zittern. Ich frage mich, ob es eine Möglichkeit gibt, sie aufzuwärmen. Da gehen wir rein. Ich nehme auch sicherheitshalber vielleicht 20... obwohl... Feuer wurde mir nicht empfohlen. Okay, da sind wir in der Eissauna. Kommt einmal zu mir. Dann schauen wir uns noch um. Das da sieht fies aus. Auf jeden Fall viele neue Gegnertypusse, die wir heute sehen. Ich denke mal, das ist eine Eisfalle. Ja, hauptsächlich Eis werden wir hier brauchen. Das Ding kann ich ja sogar schon mal kaputt machen. Na gut, ne? Ich würde sagen, wir machen hier jetzt für heute Schluss. Ich hoffe, ihr hattet alle Spaß beim Zusehen. Wenn ja, ein Abo und ein Like da lassen, Leute. Und wir sehen uns natürlich beim nächsten Mal wieder, wo wir dann die Eissauna erkunden. Ciao und bis dann!